schwer, ich muss gegen das Buffet anreden. Herr Präsident, Herr Landesvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommt also die musikalische Darbietung und Sie werden sich fragen, werde ich singen oder wo ist die Orgel? Ich hatte die Freiheit, mir das Thema zu suchen und auch die Freiheit, die Form der Darbietung zu wählen. Und ich habe gedacht, ich spreche darüber und lasse davon etwas aufscheinen, was mir im Augenblick besonders auf den Nägeln brennt, nämlich die Situation der Orgeln in Ostpreußen. Das sollte eigentlich so sein, dass wir diese wunderbaren, großartigen Barockprospekte per Bild an die Wand werfen. Das können wir hier nicht machen, aber am Stand des Gerd-Hauptmann-Hauses haben wir einen Laptop, der da für Sinn hat, kann es da das Programm dort abrufen. Musikalisches Beispiel, das erste habe ich mit Rücksicht auf die fortgeschrittene Zeit gestrichen. Das zweite werden wir zwischendurch ganz kurz hören. Jetzt also mein Text. Die Überschrift lautet Orgellandschaft Ostpreußen, eins und jetzt. Meine Damen und Herren, in den nächsten 12, 13, 14 Minuten möchte ich sprechen über die Schätze im alten Ostpreußen, Schätze, die Gottlob zu beträchtlichen Teilen, heute im Norden Polens gelegen, noch erhalten sind. Diese Schätze waren ein wesentlicher Teil der ostpreußischen Kultur, nicht nur in Kreisen der kirchlichen Verwaltung, auch im kommunalen Bereich widmet sich der kulturellen Bedeutung dieses historischen Erbes, dieser Orgelschätze bewusst. Einige Instrumente wurden restauriert, viele aber befinden sich in einem maroden Zustand. Fast stichwortartig möchte ich die Orgellandschaft Ostpreußen, heute müsste man sagen, die von Warmii-Masur beschreiben. Warmii-Masur etwa das ehemalige Ermland und Masur. Mein Engagement für diese Schätze rührt daher, dass ich 1934 in Wartenstein, heute Warteschütz, geboren bin und buchstäblich unter den Klängen jener Barockorgel von 1650 aufgewachsen bin, die zu den schönsten Instrumenten Ostpreußens gehörte und die durch die gewichtige Fürsprache von Albert Schweitzer vor dem Abriss bewahrt worden war. Die Firma Kemper aus Lübeck führte die Restauration durch und eröffnete in Wartenstein eine zweite Werkstatt, um andere wertvolle Instrumente, zum Beispiel im Dom in Frauenburg und in der Stadtkirche in Bozen, zu restaurieren. Ohne dass ich als Kind es ahnen konnte, war ich ins Zentrum des ostpreußischen Orgelbaus hineingeboren worden. In jenem Wartenstein, in dem bereits 1380, ich wiederhole, 1380 eine der frühesten großen gotischen Orgeln Ostpreußens nachgewiesen ist. Im 17. und 18. Jahrhundert arbeiteten in Ostpreußen so bedeutende Orgelbauer wie die Familie Zickermann und Josua Moosengel aus Königsberg. Letzterer baute die legendäre Domorgel in Königsberg, übrigens im gleichen Jahr, als Immanuel Kant dort geboren wurde. Die Orgel, deren prachtvolles Gehäuse bis zur Zerstörung Königsberg zu bewundern war, was auch ich als Kind bewundern konnte. Und dieser Prospekt, der nach seiner totalen Zerstörung vor wenigen Jahren, und ich sage es mit ein bisschen Stolz, auch durch mein Votum, wieder aufgebaut worden ist, rekonstruiert worden ist, durch eine deutsche Firma aus Potsdam. Es gibt noch Reste von diesem großen Moosengel in Passenheim. Dort wurde mit Hilfe des Düsseldorfer Kantorenkonventes und der deutsch-polnischen Stiftung die nötigen Mittel bereitgestellt, um dieses Instrument wieder zu restaurieren. Und natürlich die große, wunderbare Orgel, die nun fast jeder kennt, in Heiligenlinde,
die zu den Attraktionen Masurens gehört und die in den Sommermonaten täglich 7-mal gespielt wird. Der Prospekt des Meisters Moosengel von Heilige Linde ziert dann auch jenes Orgelalbum, das sich 1984 im Auftrage des Ostdeutschen Kulturrates an 10 verschiedenen Instrumenten einspielen konnte. Dort zu Frauenburg, die wunderbaren alten Gehäuse, in Mohrungen, in Passenheim. Das waren für einen jungen Organisten, nämlich damals, schon großartige Höhepunkte. Ich möchte jetzt 2 Instrumente hervorheben, die an prominenter Stelle stehen, eine lange Geschichte haben, die aber in einem beklagenswerten Zustand sind. Kommen Sie mit mir zunächst einmal nach Wartenburg, das heutige Warchewo, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Allenstein gelegen. Eine herrliche gotische Hallenkirche. Die Orgel füllt die ganze Westempore und ist das Resultat mehrerer Umbauten durch mehrere Jahrhunderte. Der legendäre Meister Zickermann soll die älteste Teile gebaut haben, so um 1630. Sogar die Prospektreifen sind alt erkennbar an den Verzierungen, an den Knubbelchen, die an den Außenseiten der Pfeifen angeordnet sind und die ein sicheres Indiz dafür sind, dass die Pfeifen vor 1700 gegossen worden waren. Die Orgel hat sogar noch die originalen Blasebälge. Ein Umbau im Inneren erfolgte um 1830, aber altes und ältestes Pfeifenmaterial wurde beibehalten. Man hört die alten Pfeifen richtig heraus und wir hören jetzt ein kleines Beispiel von diesen Pfeifen, die wir dort aufgenommen haben. Ich bitte mal den Ton, uns etwas Ton zu machen. Oder ein polnischer Tanz, das ist mal so, wie man es interpretiert. Dazu ein Trümmelchen und dann könnten Sie alle wunderbar zur Orgelmusik tanzen. Im August 2008 habe ich diese Aufnahme mit Hilfe des Düsseldorfer Gerhard Hauptmann Hauses, vertreten durch Herrn Dr. Halder, gemacht. Die Arbeit war aber sehr beschwerlich und gefährlich. Die Tastenbelege waren zum Teil abgebrochen und tief ausgewetzt, dass man eigentlich Handschuhe gebraucht hätte, diese Orgel zu spielen. Das Notenpult war zerfressen von Holzwürmern. Holzwürmer auch, einige Orgelpfeifen, einige Holzpfeifen, und sie tönte nicht, weil sie einfach zerfressen waren. Und in den stummen Posaunenpfeifen mussten wir Vogelskelette rausholen und andere tote Tiere, um überhaupt brauchbare Töne zu erzeugen. Der Zustand, wie gesagt, beklagenswert. Was umso schlimmer ist, als Wartenburg die Geburtsstadt des Komponisten Felix Nowowiecki ist, der an dieser Orgel seinen ersten Unterricht erhielt. Wartenburg, ein Museum, in seinem Elternhaus wird dort betrieben und es finden dort zurzeit Festspiele statt. Für Nowowiecki mit Chören, Orchestern, aber eben ohne Orgel. Denn die röchelt vor sich hin und ist dem Wurmfraß schutzlos ausgeliefert. Im benachbarten Olsztyn hat man mit viel EU-Geld eine sehr schöne, moderne Philharmonie gebaut, die stolz den Namen Felix Nowowieckis trägt. Nowowiecki, der 9 Orgelsymphonien geschrieben hat und eine Oper, die baltische Legende,
und der das Meisterwerk, das Oratorium Quo Vadis, komponierte, das kurz nach 1909 durch die Welt ging, das wir in Düsseldorf 96 gespielt haben und das am letzten Wochenende notabene im Hohen Dom in Fulda erklang und in der Erlösekirche in Homburg an der Höhe. Aber in Wartenburg außen ein herrlicher Prospekt, innen aber, wie es polnisch heißt, Kusch i Gówno, auf Deutsch Staub und Scheiße. Das andere Instrument, und damit komme ich dann noch zum Schluss, von hohem historischen Wert steht in Angerburg, in Engoszewo, nicht weit übrigens von dem Schloss Steinort, über das jetzt so viel geredet wird. Die Kirche in Engoszewo von 1611 erhielt 1648 eine Orgel und sie hat wie durch ein Wunder die Zeiten des der napoleonischen Eroberung überstanden und sogar die Feuerwalze der Roten Armee in den frühen Wochen des Jahres 1945. Sie ist zu 85%, man mag es kaum glauben, erhalten. Ich habe mehrfach dort Anläufe unternommen, hier eine grundlegende und maßgebliche Restaurierung zu betreiben. Dafür wären 480.000 Euro nötig gewesen. Bis jetzt aber haben wir weder staatliche noch kirchliche Stellen dafür interessiert. Jetzt aber ganz zum Schluss zwei gute Nachrichten. In Saarbrücken steht in der evangelischen Kirche eine kleine Sauerorgel von 1876. Schmuck anzusehen und als Besonderheit Gravuren in den Labien der Mittelfelder. Diese Gravuren wurden von Hinterbliebenen des Ersten Weltkrieges angebracht. Da steht zum Beispiel zu lesen, gestiftet von Zieglermeister Hermann Konrad von Saarbrücken und seiner Ehefrau Wilhelmine, geborene Pulvis, zum Gedächtnis ihrer Söhne Musketier Albert Konrad, gestorben am 20.12.1914 in Russland, und Gefreiter Adolf Konrad, gestorben am 9.10.1918 in Frankreich. Durch den Mund der Pfeifen klingt das Gedächtnis an die toten Söhne der Gemeinde. Für diese Orgel hat sich Herr von Klitzing in der Nähe, der dort ein Hotel betreibt, das bekannte Hotel im Park, eingesetzt. Und die Düsseldorfer Kollegen haben hier in Düsseldorf 12 Konzerte veranstaltet und die Kollekte zur Restaurierung dieser Orgel bestimmt. Himmelfahrt hoffe ich dort, alle CD einzuspielen, zum Nutzen der Gemeinde, zum Lob Gottes und zum Nutzen der Orgelfahrer. Es sieht also nicht so ganz finster und hoffnungslos aus für das große Erbe der deutschen Orgeln im alten Ostpreußen. In Preußisch-Holland, Pasing, ist die Baltische Orgelakademie dabei, eine Musterrestaurierung an der alten Hildebrand-Orgel von 1728 durchzuführen. Die Firma Wigscheider aus Dresden will im Frühjahr 2013 zur Orgelweihe einladen. Das Geld kommt dem Vernehmen nach ungefähr 1 Million Euro von der Ringsmar-Stiftung aus Hamburg, die auch schon das Prestigeobjekt Stellwaldenorgel in der Marienkirche in Stralsund finanziert hatte. Meine Damen und Herren, die Orgellandschaft Ostpreußen hatte einst große Zeiten. Vielleicht wird man demnächst in das Land der dunklen Wälder nicht nur zum Elchreiten und Angeln fahren, sondern auch wieder zum Orgelspiel. Thank you.
Ja, Herr Papst, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich nochmal sehr herzlich im Namen auch der Präsidentin, die leider schon gehen musste, bedanken, auch für die Beiträge. Ich denke, wir haben jetzt noch einen gemeinsamen Abend vor uns oder was jetzt noch davon überbleibt, durch gemeinsame Gespräche. Ich wünsche allen einen guten Aufenthalt im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und hier hat jetzt zwar keiner gesagt, aber ich denke, das muss jetzt gemacht werden. Ich öffne damit die Ausstellung. Schönen Abend.